Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind zurück in der Color Smash Serie. Wir wechseln aber einmal zu einer neuen Unterkategorie, die gestern reingekommen ist, und zwar dem Spring Sprint. Und ich würde sagen, da schauen wir uns da einfach mal an, was da drin ist. Weil jeden Tag gibt es da neue. Also sollten wir die auch immer relativ zügig spielen. So, keep it between the lines. With a tight game coming down to the wire. Put another score on the board and to secure the victory. Es geht gegen die San Francisco 49ers. Dann treten wir da doch gleich mal an im ehemaligen Candlestick Park. Mittlerweile ist es hier, glaube ich, das Levi's Stadium, was sie da haben. Waren früher immer sehr, sehr geile Spiele gegen die 49ers. Also wenn ich denke so an die 90er zwischen Troy Aikman und Steve Young auf der anderen Seite. Das waren schon immer geile Matchups. Die haben sich ja 4 Jahre lang wirklich die Super Bowls ganz brav untereinander aufgeteilt, wer da durfte. Das war schon sehr faszinierend. Das war zu den Zeiten, als die NFC sehr dominant in den Super Bowls gewesen ist. Mit den 49ers, damals auch noch mit den Giants, mit den Redskins, natürlich mit den Cowboys und so weiter und so fort. Tja, und dann kamen die New England Patriots. Und seitdem war da nicht mehr viel los. Der Vorspann. Jalen Smith, Keyshawn Johnson, Evers Walls auf Seiten meiner Cowboys. Joe Stanley, Pierre Garçon und Richard Sherman, beiden 49ers. Angetötet natürlich vom G-Man von Garoppolo. Backup von New England, von Tom Brady, kam dann irgendwann, ja, als es dann hieß, Tom Brady spielt doch noch die nächsten 25 Jahre weiter Football. Ist er dann zu den 49ers gewechselt, hat in einer verkorksten Saison alles gewonnen und die Erwartungen waren riesig hoch in der neuen Saison. Tja, und dann hat er sich leider verletzt und die Saison der 49ers, auch noch durch andere Verletzungen, ging ziemlich den Bach ab. So, wir liegen mit 2 Punkten hinten. Wir haben noch 2 Minuten 40 zu spielen. Wir sind im 4. Quarter an der eigenen 20-Yard-Linie und schauen uns mal Kopf und Johnson an. Wir gehen auf Keyshawn und der ist fast intercepted. Der war nicht sehr schlau, der war sehr blöd geworfen. Ich hatte eigentlich Cobb mir so ein bisschen ausgesucht, frag mich nicht, warum ich auf Keyshawn lasse. Eine kurze Idee, wo ich dachte, er wäre frei, aber das war er nicht. Wide Receiver Drive. Wir schicken Cobb in Motion von der rechten Seite. Komm, ich schaue mal, was meine beiden Tight Ends machen. So, Cobb ist unterwegs. Da sieht man schon, da gehen die Linebacker nach vorne und da ist Cobb natürlich frei. Hat ein neues First Down an der 38-Yard-Linie. So, das Schöne ist ja bei einem 2-Punkt-Rückstand, wir brauchen nur ein Field Goal, um hier in Führung zu gehen. Und das erleichtert die ganze Angelegenheit natürlich enorm. So, schaffen wir noch ein Play vor dem 2-Minute-Warning. Cobb und Cooper gehen auf Slant Routes. Schauen wir mal, wie die Defense reagiert. Ja, da gehen wir auf. Wunderbar, das ist Cobb, der da frei ist auf der rechten Seite. Neues First Down an der 43-Yard-Linie für die Cowboys. So, nehmen wir den Tight End Drive. Heißt, wir achten auf die linke Seite, auf Keyshawn Johnson. Der wird vom Cornerback direkt in der Line of Scrimmage gedeckt. Wir schauen uns jetzt mal an, wie sich der Free Safety der Niners verhält. Wenn der an, der zieht aber leider mit nach außen. Dann gehen wir auf die sichere Variante, auf unseren Tight End. Und haben ein neues First Down an der 31-Yard-Linie. Das heißt, wir sind in Field Goal Range. So, die Niners haben keine Auszeit mehr. Da können wir uns also jetzt eine Zeit lassen, will ich nicht sagen. Aber wir wissen auch, dass die Niners nicht mehr in der Lage sind, die Uhr anzuhalten. Cobb an der Line of Scrimmage gedeckt. Wir schauen auch hier mal, wie sich der Free Safety fällt. Ansonsten gehen wir über Jarwin Cooper rechts. Ist auch noch eine Option. Und der Safety geht nach innen. Da gehen wir doch in die Endzone. Und den hat Cobb mit einer Hand. Das kann er. Da kann man ihn morgens um 4 Uhr wecken. Den holt er raus. Touchdown Dallas Cowboys.
der PET. Ist auch gut. Jetzt haben wir eine 5-Punkte-Führung. Das heißt, die 49ers müssen in diesen verbleibenden 1 Minute und 17 Sekunden wirklich einen Touchdown erzielen. Also ein Field Goal reicht ihnen nicht, gibt ja nur 3 Punkte. Sie brauchen einen Touchdown. Ein Return wird es schon mal nicht geben, da der Ball über der Endzone landet. Heißt 1. und 10 an der 25-Yard-Linie für die San Francisco 49ers. Da kommt Jimmy G. An den 49ers will man ja den nächsten Schritt in der kommenden Saison gehen. Haben sich gut verstärkt in der Free Agency. Draften jetzt ja auch relativ hoch. Also bei den Niners, da könnte einiges gehen im kommenden Jahr. Das wird sehr interessant sein zu sehen. Der Pass von Garoppolo geht ins Niemandsland. Schlechtes Timing. 2. Versuch und 10. So, wir blitzen weiter. Vollständiger Pass von Garoppolo über die Mitte. 3. Versuch und 6. Ball ist an der 29-Yard-Linie. Natürlich gehen die Niners jetzt in den No-Huddle-Modus über. Boah, und da geht er zu Boden. Sean Lee kam durch. Jetzt haben wir einen 4. Versuch und 14 von der eigenen 21-Yard-Linie. Ist das schon das entscheidende Play hier im Match? Das ist ein Fumble. Und Sean Lee hat das Ding. Der ist aber leider ein bisschen am Stolpern. Kommt nur bis an die 5-Yard-Linie. Aber oh Gott, wir haben einen Turnover und einen 1. Versuch und Goal an der 5-Yard-Linie von San Francisco. 44 Sekunden noch auf der Uhr. Laufspiel über Zeke Elliott. Der dreht sich einmal in die Endzone. Touchdown Dallas. So, noch der PET obendrauf. Damit steht es 24 zu 12. Zwölf Punkte Rückstand, keine Auszeit mehr, nur noch 41 Sekunden zu spielen. Die Niners müssten jetzt 2 Touchdowns erzielen und das traue ich ihnen nicht wirklich zu. Kneel down in der Endzone, das heißt 1. und 10 an der 25-Yard-Linie. Wir blitzen mit den Linebackern. Und da ist der Druck und Garoppolo kann 3 Verteidiger ab, aber nicht mehr den 4. Da war dann irgendwo Schluss. Er findet keine Anspielstation. Das kostet jetzt richtig Zeit. Die Receiver müssen komplett zurücklaufen. Der rechte Receiver läuft rückwärts. Das ist auch mal eine dreiste Form der Arbeitsverweigerung. Müssen ja alle wieder hinter der Line of Scrimmage stehen. 1 Sekunde stillstehen, dann erst kann es weitergehen. Garoppolo spiked den Ball. Wir haben einen 3. und 22 an der 13-Yard-Linie, 15 Sekunden vor dem Ende. Hail Mary Time jetzt bei den 49ers. Garoppolo wirft und der ist intercepted. Deion Sanders steigt am höchsten, schnappt sich das Ding. Turnover. Meine Cowboys kommen an der 49-Yard-Linie der 49ers wieder aufs Feld. 10 Sekunden haben wir noch zu spielen im 4. Quarter. Es geht über Ezekiel Elliott über die linke Seite. Der kann nicht wirklich getackelt werden. Ist immer noch auf den Beinen. Jetzt erst ist er unten. Kommt nochmal bis an die 43-Yard-Linie. Und das war's. Die Uhr läuft runter. Das Spiel ist aus. Wir schlagen die 49ers. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.